Rap One hat nämlich auch ein Video hochgeladen vor 2 Tagen, nämlich 6 Mahlzeiten pro Tag. Wenn wir hier schon bei Mahlzeiten sind, günstiger Aldi Bodybuilding-Einkauf. Let's go, Friends. Und jetzt gibt's da einen Thunfisch-Shake. Erstmal einen Schluck Pepsi. Hallo, der David hier und wir unten. Falls ich den Stream gleich verlasse für eine Viertelstunde, tut mir Wie leid. ihr erkennen könnt, sind wir kurz davor einkaufen zu gehen und zwar einen bodybuilding-gerechten Wocheneinkauf im Zeichen der Inflation. Ne? Hat ja, glaube ich, mittlerweile jeder mitbekommen. Alles wird Ich liebe Freunde Einkaufsvideos, beste. teurer und haben uns gedacht, wir machen mal ein sozusagen ein Big on a Budget Video, also wie man möglichst günstig bodybuilding-gerecht essen kann. Der Film hier ganz undercover. Break some rules, hat Arnold gesagt. Some. Worüber werden wir hauptsächlich unsere Kohlenhydratquellen decken? Reis und Nudeln. Ist nur Reis. Nur Reis, okay, keine Haferflocken. Also normalerweise würde man natürlich sagen, wir nehmen Bio-Fleisch, aber da das Thema ja Budget und Inflation ist, greifen wir jetzt mal auf das normale her. Masthuhn wird gekauft, Freunde, standardgemäß. Ziemliche Discounter Frischfleisch zurück. Da sind wir beim Kilopreis von 9,98 €. Bio kostet einfach mal 1,5 mal so viel. Gegenüber 24,95 €. Des Bedarfs, wenn man Muskulatur, Bodybuilding oder auch Fitness. Wenn man mir früher gesagt hätte, ich würde in 2023 Leute zugucken, wie sie bei Aldi einkaufen. Ja, mein Lieber. Oder wenn man unseren Kindern jetzt sagen würde, ey, früher saßen wir um 19 Uhr pünktlich auf der Couch und haben GZSZ geguckt. Was ist schlimmer? Ich glaube GZSZ, Digga. Das oder eine gute Figur haben will. Kann man machen, ja. Chili-Salz. Eine Woche Bodybuilding. Ja, das ist eigentlich sogar noch ein bisschen mehr, weil das sind ja zwei alternative Das Möglichkeiten. stimmt, ja. Wenn man sich für einen entscheidet, bräuchte man ein bisschen weniger. Nativ kalt gepresst, hoch erhitzbar, ideal zum Braten und Backen. So, da haben wir jetzt hier. Bio-Pharma-Gemüse, Eier, Magerquark, Eier. Bio, nee, nicht Bio-Reis, Reis, Studentenfutter als Fettquelle, Speisequark noch mehr, ich glaube eine ganze Palette, Kokosöl zum Braten und Masthuhn und Chilisalz. Mal gucken, ob noch was dazu kommt. Das war's. Wie oft gehst du sonst in der Regel einkaufen? Machst du Ich gehe zweimal die Woche. Einen Wochen-, Monats-, Tageseinkauf? Das ist schwer zu sagen. Ich kriege ja mein Fleisch normalerweise geschickt. Habe ich das schon mal umgangen. Das ist mir sehr, sehr viel wert, ehrlich gesagt. Dann habe ich so kaufe ich immer 20, 30 Kilo Reis. Das war also auch wochenlang Ruhe. Beim China-Shop da habe ich dann auch Ruhe. Und dann eigentlich brauche ich hauptsächlich noch so Gemüse. Ne? Ab und zu mal so ein bisschen Kokosöl. Und gut, meine Frau geht jeden zweiten Tag einkaufen, weil der das Spaß macht irgendwie. Ja, das war's. Ich liebe einkaufen. Beste, Alter. Ich mag das. Also eigentlich, ich gehe eigentlich kaum noch einkaufen, muss ich sagen. Bis aufs Gemüse habe ich das meiste dann so ziemlich langfristig immer da. Da sind wir in der Küche. Die Einkäufe sind bereits die Treppe hochgetragen. Und jetzt gehen wir mal kurz darüber, was wir hier so alles gekauft haben. Das sind 4 Packungen Gemüse, a 750 Gramm. Das heißt, es ist ein bisschen mehr, als jetzt im Plan vorgesehen ist. Im Plan vorgesehen ist jeweils eine halbe Packung am Tag. Kann man logischerweise so nicht kaufen. Dann kommt man auf ungefähr 375 Gramm Gemüse, ne? Ballaststoffe, Vitamine, Gemüsepolizei und so weiter. Gemüsepolizei habe ich auch noch nie Haben wir gehört. hier 800 Gramm Studentenfutter, auch das eher für 8 Tage. Es sind geplant 100 Gramm am Tag.
Dann haben wir hier die Äpfel. Da sind geplant 2 Äpfel am. Ich esse frisches Gemüse, Tiefkühl. Ich komme auf diese Tiefkühl-Gemüse-Mischungen auch gar nicht klar. Das schmeckt mir absolut nicht. Ich habe mich da durchgetestet durch diese ganzen Pfannen. Ob mediterran, mexikanisch, Asia, was es da gibt, mir schmeckt das nicht. Ich hole immer hier deutsche Buschbohnen. Aktuell deutsche Buschbohnen schon immer. Mal mehr, mal weniger. Die baller ich in die Heißluftfritteuse, dann werden die schön knusprig. Bisschen Meersalz drüber, fertig. Und aktuell noch Möhre und Paprika. Das ist das Einzige, was ich esse. Ja, und Tomate. Aber Tomate gilt ja nicht so richtig als Gemüse, ne? Am Tag. Dann haben. Ja, ist ja auch gut, diese Asia-Gemüsepfanne, aber mir schmeckt das einfach nicht. Ich finde das irgendwie so komisch, wässrig alles. Haben wir hier den Quark, da muss ich ein bisschen. Und ist auch schrecklich gewürzt. Also meine Meinung. Differenzieren. Das kommt nämlich jetzt darauf an, welche Variante man essen möchte, ob man mit oder ohne Fleisch möchte. Wenn man ohne Fleisch essen möchte, dann ist es ein bisschen mehr Quark. Dann kommt man eben in einer Woche auf 7 Kilo. Das sind dann die. 7 Kilo Magerquark in einer Woche. Kilo am Tag. Ja, Mann, krass. 14 Packungen. Wenn man mit Fleisch essen möchte, dann wäre es die Hälfte. Dann haben wir hier 3 Kilo Reis. Reis ist vorgesehen für den Plan 400 Gramm am Tag. Das heißt, wir brauchen. Das ist auch ordentlich. Und 2,8 Kilo sind also auch 200 Gramm mehr. Bei den Eiern ist es genau andersrum. Da je nach Plan sind vorgesehen bis zu 3 Eier am Tag. Dann wären wir bei 1. Jim Knopf, das stimmt nicht. Kauf mal normales Essen ein, mein Lieber. Aufschnitt, Butter, Brot, alles was dazugehört, dann noch eine warme Mahlzeit, am Abend nochmal Abendbrot. Du zahlst dasselbe, wenn nicht sogar noch mehr. Dann holt man sich natürlich, weil man nicht drauf achtet, immer Süßigkeiten, die sind auch noch teuer. Das stimmt absolut nicht. Das normale. Ach so, sorry, ich hab's falsch gelesen. Tut mir leid. Tut mir leid, als Normalo. Okay, als Normalo, okay, als Normalverdiener. Das meinst du. Das stimmt. Das, also es geht schon, aber es geht natürlich sehr, sehr krass in den Geldbeutel. Ne? Das ist wirklich heftig geworden, Freunde. Was ist denn so ein Durchschnittsnettoeinkommen in Deutschland aktuell? 20 Eier, wird hier jetzt eins fehlen. Und hier haben wir das Fleisch. Auch da ist es, sind es 300 Gramm am Tag, also 2,1 Kilo und das hier sind jetzt 2,2 Kilo, also da sind es 100 Gramm zu viel. Plus wir haben noch Kokosöl gekauft, das wird wahrscheinlich ein bisschen länger halten als eine Woche. Und auch hier haben wir so eine Gewürzmischung, so ein Chilisalz, auch das wird wahrscheinlich ein bisschen länger halten. 2000, 1600, 1800 schreibt hier der Chat. Digga, 1,6 netto, damit überlebst du nicht. Mit Bodybuilding. Also da geht es schon mit Supplements noch. Das ist schon heftig. Brutto sind es im Schnitt 3, 4. 2000 laut Netto, laut Google-Durchschnitt. Ja. Ich habe damals, kann ich euch sagen, ganz normal, als Chemikant in 3 Schicht Steuerklasse 1 habe ich verdient 2100 netto Start. Geld und dann am Ende war ich irgendwo bei 2300, so ungefähr, netto. Ne? Das war okay, aber auch jetzt für einen Urlaub beispielsweise musste ich auch jeden Monat auf Seite legen, ne? damit das hier klappt mit dem Urlaub. Das war nicht so cool, vor allem wenn man Sport betreibt, Supplements kaufen, Essen kaufen, Miete, Auto, dies, das ist irre. Das ist echt irre, Alter. Also ist das hier so eine Mischkalkulation insgesamt, sind wir jetzt gekommen. Ich wünsche mir die deutsche D-Mark wieder, Freunde. Das waren noch Zeiten. Ich erinnere mich von den Erzählungen. Kommen auf 76, 77. Wir müssen aber jetzt nur noch ausrechnen, was das dann jeweils mit Fleisch und ohne Fleisch dann ist. Also Bonsumme, ich habe es angesprochen, sind 76, 77. Ich habe es jetzt mal ein bisschen auseinandergetüftelt hier mit Taschenrechner und Excel und 400. Ich habe mal jetzt berechnet, ich gebe ungefähr die Woche aktuell 150, 160 aus, die Woche für Lebensmittel. Ja, also immer so bei 600, 700 Euro im Monat, nur für Essen, das ist irre. Computer drum und dran. Und dann kommen wir auf ungefähr 70 Euro auf die, bei der Variante ohne Fleisch und auf 81 Euro. Bei der Variante mit Fleisch und da eingerechnet sind dann auch schon die Supplements. Ach so, mit Supplements. 80 die Woche.
Ja, ist ja fast das, was ich. Und zwar essentiell. Nee, ich war viel höher, sorry. Ich bin grad mal. Weil wir essen keinen Fisch. Omega-3 haben wir noch dazu genommen. 4 Stück am Tag, 4 Gramm am Tag. Und Kreatin. Gerechnet mit 10 Gramm am Tag, 2x 5 Gramm. Das ist relativ viel, aber. Das sind wirklich so die Basic Sachen, ne? Wenn man richtig sparen muss, Freunde. Aber interessanter Aufzug, interessantes Video, gefällt mir. Kreatin ist so mit das wichtigste Supplement, finde ich. Und deshalb wollten wir daran nicht sparen. Und natürlich haben wir Whey-Protein dabei. 50 Gramm insgesamt, also 2 Portionen bei unserem Ernährungsplan. Einmal morgens und einmal nach dem Training, 25 Gramm. Also nicht allzu viel. Aber ja, das ist einfach wichtig für die Abwechslung auch. Und weil es eben schnell zubereitet ist, leicht verdaulich ist und so weiter. Einkommen Schweiz 66 schreibt hier einer, aber das ganze Leben ist dort natürlich teurer. Da kommst du auch nicht weit und du musst deine Steuern irgendwie dann selber am Ende des Jahres oder so bezahlen und da kacken die meisten ab, die keine Ahnung haben. Deshalb, also die 3 Basics. Da wird nicht jeden Monat abgebucht, das läuft da ein bisschen anders. Basic Supplements, wenn man das Supplement nennen möchte, das ist ja eigentlich auch eher schon Ernährung und da kommt man auf die besagten 70 Euro bzw. 81 Euro mit Hühnchen in der Woche. Schön, wie die das hier bei zusammen sortieren und legen. Haut schon fast aus wie bei Beast Kitchen. Boah, das kommt morgen bei mir an, Freunde. Das Lion Cereal. Das Designer Way von Leonidas, sein eigenes Produkt, war ausverkauft, gibt es heute wieder im Shop. Morgen kommt mein Paket, ich bin gespannt, es soll unfassbar gut schmecken, mit Stückchen, wie diese Zinni-Minis-Dingen. So, da haben wir Nüsse, Äpfel, Eiers, Magerquark, Reis, Proteinpulver, Hähnchen, Omega, Gemüse. Richtig räudiger Plan. Hier sehen wir jetzt eine Tagesration sozusagen. Der Tag würde anfangen mit dem Frühstück. Ich würde es so machen, dass ich den ganzen Reis, das sind jetzt 400 Gramm, der wird auf einmal gekocht. Kann man auch am Vortag machen, wenn man das machen will. Ja, was ist denn jetzt zum Frühstück? Immer dieselbe Mahlzeit oder was? Oder ab und zu mal Magerquark? Das stimmt. Der wird auf einmal gekocht. Da braucht man nur noch ein bisschen Leitungswasser dazu. Das lassen wir jetzt aus der Rechnung mal raus. Ungefähr Verhältnis 1 zu 2, also 400 Gramm Reis, kann man ungefähr 800 Gramm Wasser dazugeben. Das Ganze kochen. Frühstück wäre dann 100 Gramm Reis mit 25 Gramm, also mit der Hälfte von dem, was wir hier sehen, Protein. Kann man zum Beispiel Schoko nehmen oder Vanille. Rührt das in den Reis, wenn er ein bisschen abgekühlt ist und dann hat man so eine Art Milchreis. Ja, wie Reisbrei ganz normal, Reispudding. Als Frühstück. Dann die zweite Mahlzeit könnte man machen. Die Hälfte von dem Fleisch hier, das sind jetzt 300 Gramm. Du kannst Kreatin direkt nehmen, mein Lieber. Du brauchst nicht vorher ein, zwei Jahre trainieren. Rein damit. Würde ich auch natürlich logischerweise auf einmal braten. Dann einfach die Hälfte in eine Schüssel mit nochmal 100 Gramm Reis. Und der Hälfte von dem Gemüse hier wäre dann wieder eine Mahlzeit. Nächste Mahlzeit wäre dann 250 Gramm Quark mit einem Apfel und 25 Gramm, also der Hälfte von dem Studentenfutter. Magerquark, Studentenfutter, Apfel. Okay. Dann nach dem Training gäbe es nochmal 100 Gramm Reis mit 25 Gramm Protein. Danach gäbe es dann nochmal die andere Hälfte, also nochmal 150 Gramm Fleisch mit 100 Gramm Reis und ungefähr 175 oder jetzt in dem Fall 180 Gramm Gemüse. Was ein kranker Plan, Digga. Also nach 2 Tagen. Das zu essen hätte ich, glaube ich, keinen Bock mehr auf mein Leben. Und abends nochmal die anderen. Aber, Freunde, manche können nicht anders, weil die sich das nicht anders leisten können. Es gibt eine krasse Doku, leider ist die auf Polnisch, beziehungsweise nicht Doku, sondern ein Bericht über einen polnischen Bodybuilder, der ist richtig arm und der frisst jeden Tag Hühnchenleber, weil das ist die günstigste Proteinquelle in Polen. Der haut sich jeden Tag Hühnerleber rein, Digga. Bah! Und zieht durch und trainiert wie ein Irrer. Und sein Traum ist es, Wettkämpfe zu machen. Er macht auch, glaube ich, Wettkämpfe. Eats Butterfinger, danke dir, mein Lieber, fürs Abo. Andere Hälfte vom Quark, also nochmal 250 Gramm Quark, 25 Gramm Studentenfutter und einen Apfel. Ich suche die gleich mal raus, vielleicht finden wir die hier.
Das Kreatin würde ich aufteilen auf zwei Dosierungen. Einmal 5 Gramm vorm Training, 5 Gramm nach dem Training. Die Omegas würde ich auch 2x2 nehmen, am besten zu den Fleischmahlzeiten oder wo eben ein bisschen Fett dabei ist. Was haben wir vergessen? Die Eier haben wir vergessen. Die würde ich einfach kochen und dann irgendwann essen. Also als Snack sozusagen. Hartgekochtes Ei oder beide auf einmal. Ist auch relativ egal, wann man die isst. Am besten einfach, wenn man Hunger hat. Und gebraten wir das Ganze in Kokosöl. Das haben wir jetzt, wie gesagt, für eine ganze Woche mindestens gekauft. Wahrscheinlich ist es eher ein bisschen mehr. Mehr, definitiv. Ist jetzt ein bisschen müßig, da eine Tagesportion zu zeigen. Und dann einfach gewürzt. Salz kann man nährstoffmäßig natürlich auch vernachlässigen. Kann man so viel drauf machen, wie es einem schmeckt. Der Plan kostet ungefähr am Tag 11,60 Euro. Und man kommt auf circa 230 Gramm Protein, 420 Gramm Kohlenhydrat. Ja, wenn man jetzt beispielsweise sich im Aufbau befinden würde und die Kalorien hochschrauben sollte, dann könnte man definitiv beispielsweise das Fett erhöhen auf 80 Gramm, Carbs erhöhen auf 600 bis 800 Gramm und da ist man immer noch günstig am Start, weil Kohlenhydrate kosten so gut wie nichts. Warte mal, Freunde, ich mache das hier mal den Chat weg, damit ihr das auch sehen könnt. Kohlenhydrate sind ja günstig, die kosten so gut wie nichts, also easy. Proteine sind halt das Teure, ne? 65 Gemüse und so ein Scheiß. 60 Gramm Fett macht ungefähr 3170 Kalorien am Tag. Und das ist immer so ein Wert, wo ich finde, da kann man gut mit anfangen. Wenn man jetzt ein relativ normaler, junger Kerl ist, wiegt so zwischen 80 und 90 Kilo und trainiert und hat noch am Tag über ein bisschen Bewegung, also irgendeine leichte Tätigkeit, dann kann man damit immer ganz gut anfangen. Von da aus kann man dann sagen, okay, ich will eher definieren, dann würde ich die Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren, also in dem Fall hauptsächlich den Reis. Und im anderen Fall, wenn man sagt, ich will aber mehr aufbauen, dann würde ich eben den Reis, die Kohlenhydrate als erstes ein bisschen hochfahren. Aber diese 3200 Kalorien sind für die meisten so ein ganz guter Startpunkt. Generell macht es natürlich Sinn, das über den Tag zu verteilen. Also in meinem Beispiel wären das jetzt 6 Mahlzeiten über den Tag verteilt. Natürlich kann man sagen, wenn ich jetzt weniger zum Essen komme, dann kann ich zum Beispiel die 2 Reis mit Hühnchen-Mahlzeiten auch zusammenfassen zu einer großen Mahlzeit. Das hängt ein bisschen vom Tag ab, vom Job ab. So, Freunde, ihr habt den kostenlosen Ernährungsplan, falls ihr gar keine Ahnung habt. Vom Trainingszeitpunkt ab und eben allgemein vom Rhythmus. Aber Empfehlung wäre, das auf 6 Mahlzeiten aufzuteilen. Ich würde die erste Mahlzeit safe den Reis gegen Haferflocken austauschen. Direkt morgens früh Reis, gar keinen Bock. Chronix, das stimmt nicht. Das ist ein Mythos. Ich glaube, Heiko hat da... Also Heiko meint das ernst, aber ich glaube dem nicht. Tag. Ja, die Preise. Das ist für mich eher so ein Running Gag mit den Nudeln. Die Kosten für den Tag haben wir berechnet, das habt ihr gesehen, anhand des Kassenbons. Die Supplementpreise habe ich jetzt. Ich habe mehr Dampf, wenn ich die Kalorien grundsätzlich erhöhe und nicht, wenn ich Reis, wenn ich Nudeln statt Reis esse. Berechnet mit einem 20% Rabatt, also bei der entsprechenden Aktion. 20%. Ja, wenn ich die Coaching-Pläne erstelle, sehen die auch so ähnlich aus. Also hier habt ihr die Lebensmittel, die Mahlzeiten, die Grammanzahl, Kalorien, berechnet alles. Ich habe so eine schöne Excel-Tabelle mit meinem Logo und so weiter. Die sehen ähnlich aus. Prozent Code Hoff gelten diese Preise. Wenn ihr Glück habt oder eine bessere Aktion kommt, zum Beispiel 4 für 3, dann kommt ihr auf 25%. Dann wird's noch. Freunde, aktuell haben wir 20% auf Vitalstoffe bei ESN. Ne? Da könnt ihr gut sparen. Könnt ihr Davids Code benutzen oder mein oder whatever. Günstiger. Hier haben wir nun die fleischlose Variante. Was hat sich geändert? Eigentlich nur eine Packung mehr Quark. Ein Kilo Quark am Tag. Ich würde mir die Seele aus dem Leibe scheißen, Freunde. Fleisch ist logischerweise weg. Und ein Ei mehr. So, und die Aufteilung würde jetzt folgendermaßen aussehen. So würde ich es machen. Ich würde weiterhin zum Frühstück 100 Gramm gekochten Reis mit 25 Gramm Whey essen. Dann würde ich wahrscheinlich hingehen. Seit letzte Woche Montag. Und 200 Gramm Reis mit den Eiern anbraten kurz, weil das Ding ist, ein bisschen Gemüse wollen wir nicht. Ich komme auf Magerquark sowieso gar nicht klar. So 200 bis 300 Gramm, okay. Ich habe früher ganz immer jeden Tag einen Becher gefressen. Das war bei mir Standard. Da gab es nichts anderes. Man kannte auch nichts anderes. Es gab Magerquark, war Standardernährung. Thunfischdose, Magerquark, Digga, Hähnchen, Keulen gab es bei mir, weil ich gar keine Ahnung hatte. Natürlich drin lassen. Wozu esse ich jetzt das Gemüse, wenn ich keine... Ja, mit so diese Flavor-Gedöns, das schmeckt dann natürlich super, ne? Keine Fleischmahlzeit mehr habe, zu trockenem Reis, wäre ein bisschen komisch. Also ich würde den Reis, die 200 Gramm nehmen, mit den 3 Eiern anbraten, daraus 2 Portionen machen
wieder mit dem entsprechenden Gemüse. Dann wie gehabt, oder was heißt wie gehabt, dann kommt die Quarkmahlzeit. Die besteht jetzt also aus dem ganzen Quark, also 500 Gramm, 25 Gramm. Skier ist quasi dasselbe wie Magerquark. Studentenfutter, ein Apfel, dann nach dem Training die restlichen 100 Gramm Reis mit 25 Gramm Whey-Protein. Dann die zweite Hälfte von der Reismahlzeit mit Ei und danach nochmal einen kompletten Quark, einen Apfel und 25 Gramm Studentenfutter. Das macht dann ziemlich genau 10 Euro am Tag, sind wiederum 6 Mahlzeiten. Genaue Nährwerte bekommt ihr jetzt. 226 Gramm Protein, 440 Gramm Kohlenhydrate und 61 Gramm Fett macht 3214 Kalorien, also fast wie der andere Plan. Ein Ticken billiger, Nährstoffe sind eigentlich ähnlich und man hat kein Fleisch, also für diejenigen, die kein Fleisch essen möchten, ein vegetarischer Plan. So, hier für die Vegetarier-Freunde einmal screenshotten. Das war's. Ein kleiner Disclaimer noch, den wollte ich eigentlich vorher sagen. Natürlich, heutzutage weiß jeder immer irgendwas, was jetzt gefehlt hat, was immer noch zu teuer war, was nicht ökologisch genug war. Das ist natürlich kein Plan, der den Anspruch erhebt, für alle Ewigkeit 100% jede Nährstoffmöglichkeit abzudecken. Aber ihr könnt mir glauben, das könnt ihr auf jeden Fall eine Weile machen, wenn ihr ein Das Video 6 Mahlzeiten pro Tag bei Rep 1 heißt das. Knappes Budget habt und könnt damit immer noch gut trainieren. Die Maßgabe war jetzt, dass alles günstig ist. Deshalb, da war kein Lachs dabei, da war kein Quinoa dabei oder kein. Ja, mit Lachs und Rindfleisch bist du safe ganz, ganz schnell auf 20 Euro am Tag. Wenn nicht sogar noch mehr. Kaviar und. Dann noch frische Himbeeren oder frische Beeren, wenn man die noch da reinknallt, vorbei. Sondern es geht einfach darum, die Basics einfach abzudecken, genug Protein, Vitamine, Ballaststoffe sind dabei, wir haben ein bisschen Obst dabei, wir haben pflanzliche Fette, wir haben tierische Fette, also ist im Großen und Ganzen alles abgedeckt. Was das Discounterfleisch angeht, auch da wird natürlich der eine oder andere sagen, ja, aber es geht. Hähnchen oder Pute besser. Die meisten behaupten, Pute wird mit weniger Medikamenten gezüchtet, aber vom Geschmack her finde ich Pute sehr, sehr zäh. Also mir schmeckt Hähnchen tatsächlich besser. Ich habe es gerade gesagt, ich zahle so in der Woche zwischen 120 und 150 Euro für Essen. Ohne Auswärtsessen. Ich gehe noch zweimal die Woche auswärts essen. Also ist schon, wenn ich es so überlege, sehr viel Geld geht drauf, ne? Fürs Essen. Das ist irre. Wie gesagt, ums Budget. Und das kann ja dann jeder so machen, wie er das moralisch, ethisch für richtig hält. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen, beim Nachkochen, beim Trainieren. Viel Erfolg. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat oder was euch gefehlt hat am Video. Vielleicht für kommende Videos und wie immer natürlich gerne bei esn.com mit dem Code HOFF bestellen. Dann bekommt ihr auch den besten Preis. Ja, wenn ihr Glück habt, sogar 25%, dann wird das Ganze noch ein bisschen günstiger. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. So, Friends. Cooles Video. Coole Aufzählung. Hat mir gefallen. Das war auf jeden Fall geil, Alter. Dennoch ist es teuer, ne? Trotz so wenig qualitativ geile und leckere Lebensmittel und so weiter. Ist dennoch teuer irgendwo, ne? Das waren bei über 300 Euro im Monat. David Wiemer korrekt, ja, Mann. Sympath, sehr ruhig, sympathischer Kerl. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.